Hallo und herzlich willkommen zurück bei Outlast 2. Da sind wir schon wieder und wir haben jetzt endlich die Kapelle entdeckt und werden jetzt uns auf den Weg machen. Mit einem perfekten Deutsch, wie wir merken, werden wir uns jetzt auf den Weg machen dahin. Außer hier sind Türen, wo wir noch rein können. Aber ich glaube, diese mit den Schädeln können wir nicht öffnen hier. Nee. Das hatten wir schon. Soll ich hier mal gucken gehen? Ich meine, es wurde ja gespeichert. Kann ja nicht mehr passieren, als dass wir sterben. Und ich mir irgendwann in die Hosen mache. Ich dachte, das ist so laut auf diesen Kopfhörern und so krass auch. Als ob du hier wärst, einfach nur. Ich glaube, da kann ich rein. Warte mal, ich lade mal nach. Dann lesen wir die Note hier durch. Das sieht wieder nach einem wunderschönen Gedicht aus. Diese Knochen tragen die Sünde Kains. Och, der Vampir. Ruhe in der Erde, bis du auferstehst. Der Feind wartet in einem unbekannten Leib. Möge der Herr meinen Kiefer als knochene Keule verwenden. Zahle meine Schuld für die Sünde meiner Geburt. Das zahlt keine Bank, ey. Die Hölle wartet nicht, was für eine elende Welt. Bleibe wachsam mit Herz und Hand. Sei bereit, den Teufel in Gottes Land zu töten. O Zion, o Zion. Was haben wir hier gemacht, ey? Kommen wir hier rein? Nee. Dann gehen wir zur Kirche. Zur Kapelle. Alter, ey. Und das ist noch nie irgendwem hier aufgefallen. Ich meine, solche verrückten Kulte. Das kann doch nicht völlig unabgeschottet sein von der Welt. Will ich hier rein? Will ich hier rein? Die Musik hört auf. Oh, ich habe Angst. Die Glocken läuten. Hallo, da steht was. Ach, ein Tisch. Hallo? Psst. Da ist eine Notiz. Wir lesen erstmal noch schnell. Das ist echt anstrengend zu lesen. Ich bin mal so frei. Und fahre wieder hier ran. An den Pfarrer Propheten Sullivan Knot. Von Laird Byron nieder. Hat da einer gequält oder hat da einer Spaß? Ich weiß es nicht. Danke für die Kopien deiner Evangelien. Ich habe sie an denen unter uns weitergegeben, die noch genug Hirn und Augen haben, um sie zu lesen. Doch wir brauchen mehr Wein. Nicht nur für die Kommunion, sondern auch, um unsere Schmerzen zu lindern und unsere Wunden zu desinfizieren. Meine Herde beschwert sich, dass du ihnen mehr versprochen als gegeben hast. Und obwohl ich sie ohne Probleme mit dem Tenor meiner Stimme und den Fäusten meines Trägers kontrollieren kann, bevorzuge ich den sanften Weg. Du bist Gottes Meistgeliebter und eine heilige Gabe an uns alle. Lehrt. Wir gucken mal hier so. Das ist der Typ hier. Den haben die hier festge... Wollten die den kreuzigen an einem Rad? Anfänger. Können wir das aufnehmen? Kommt da hier einer aus dem Beichtstuhl geflitzt hier? Warte mal.
Okay, verstecken kann ich mich hier. Alter, ey. Können wir den retten? Ich gucke mal. Was war das denn gerade für ein... Ach, ist doch egal, ey. Mary. Der kann auch reden. Knut. Der Outsider. My name's Blake. The Outsider. The Father. I'm not anybody's father. I just kill me. You have to kill me. Nee. Noth is coming back with Mary. He'll hurt her and I'll talk. If you kill me, he won't have reason to hurt her. Please. Müssen wir das jetzt entscheiden? Verstecke dich im Beichtstuhl. Ich glaube, jetzt werden wir eine schreckliche Sequenz mit ansehen müssen. We found her, Lisa. Time to flee amongst the skull. Not the actions of a woman unburdened by an immaculate conscience. Mary! Oh, God! Answer your yoke, mate, honey. He can't see you. It's me, Josiah! Please, tell him I don't... Let her go! Oh, God, Mary, I'm sorry. I didn't want... God hates vanity. So do I. The outsider woman has this world's destruction in her womb. But Val and his apostate stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. She will bear her filthy yield before dawn. We have only these few hours to find her and kill her and save this paradise from hell everlasting. Where is she? Where did Val take her? I can't. This is for you, Josiah. Make the woman scream. No. 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 Where's the woman? The womb that harbors the Antichrist. No. 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 Hell, Josiah can make it stop. God ain't got ears for simple laws. Stop! Oh, God, please! Where did Val take her? Stop! Stop! Tell you! I'm sorry, Mary. I'm so sorry. Where is the woman? The mines. Up the mountain. Val has her in the mines. He'll never get her back. Not before the birth. We are the hands of the Lord. We cannot fail. The world dies screaming. Thank you, Jesus. Your God and all this American smoke. Give the woman rest. Zum Glück müssen wir uns das nicht mit angucken, ey. The road to the mine is somewhere around here. They always hurt women to punish men. It's sick. It's cowardly.
Ist jetzt hier noch einer drin? Nö, eigentlich nicht. Oder? Was für eine kranke Nummer, ey. Der arme Typ hier. Die haben sie ja auf der Streckbank gelegt. Ich würde mal sagen, hier geht's zu den Minen, oder? Oder auch nicht. Ach, und hier sitzt Papa Knot hier oben drin, ey. Der Fettsack. Der ist mir auch schon mega sympathisch. Bin ich da? Out of order. Ja, ich war in der Kirche. Hahaha. Wohin? Ach, hier rein. Zu langsam. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wirklich, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt bin. Schleiche ich wieder durchs Dickicht. Also zu den Minen muss ich jetzt. Hä? Ah. Wer ist denn hier? Direkt hier hinter der Wand anscheinend. Da! Oh, die kümmert sich um ein Baby. Aber ich glaube irgendwie... ist das nicht so das, was wir uns vielleicht vorstellen. Können wir das nicht aufnehmen? Crying for mother.
Das ist bestimmt auch schon so eine Leiche, eine Babyleiche. Ich gehe da mal. Boah, irgendwie, ey, ich glaube, ich muss hier eine Pause machen, ey. Das macht echt keinen Spaß. Ich dachte, also Outlast 2 ist noch eine ganze Ecke schlimmer, also kränker einfach als der erste Teil. Outlast 1 war so richtig geiler Horror. Whistleblower, dann der DLC, der war auch richtig gut noch, aber der war auch schon eine Spur ekliger. Aber das toppt nochmal alles hier. Ich lese mal schnell und mache mich dann wieder auf den Weg. Kapitel 2. Also gürtet eure Lenden, jenen, die mich hören wollen, bereitet euren Verstand, seid offen und schlicht im Warten auf die Offenbarung. Seid gehorsam wie Kinder ihren Eltern, wie Eltern den Propheten, wie Propheten dem Herrn und seine Engel und seinen Engeln. Denn ihr wisst, ihr seid nicht unverderblich durch unverderbliches Gold, noch sind es die Lügen der Überlieferungen eurer Väter. Gezeugt nicht von unbeflecktem Blut, die Linie Adams war bei keinem nicht mehr zu erretten, der beschnitten war, doch starrhälsig, unbeschnitten im Herzen und eures Vaters Lust schlecht gewachsen. Wer wahrlich entweihte die Offenbarung des Abrahams und des Jesu von Nazareth und von Abu al-Qasim Muhammad ibn Abd Allah ibn Abd al-Muttalib, ich weiß nicht, ob das richtig ist, Ibn Hashim, ihr verdammten Juden, ich lese nur das, was da steht, ihr verdammten Christen, ich lese nur das, was da steht, ihr verdammten Moslems und ich lese nur, was da steht, die ihr Verdammnis seht und auf die Ernte wartet. Aber hört nicht das eitle Gerede eurer Väter und verbringt eure Zeit in Furcht und ergebt euch nicht ignoranter Lust. Und wenn der Vater euch zur Rechenschaft zieht, so verteidigt seinen Himmel und vergießt das Herzblut des spinnenäugigen Lamms, des Feindes, des ungeborenen Prinz der Lügen. Für seinen Glauben wurde ihm offenbart. Seid heilig, da ich es bin. Ich will hier weg. Also da ist mir die Irrenanstalt deutlich lieber als dieser verrückte Kult. So. Tschüss. Ich gehe durchs Fenster. Ich türme durchs Fenster. Die türme ich sogar wirklich. Guck mal. Boah, diese Typen. Aber die sind ja mit Taschenlampen unterwegs. Das heißt, die sehe ich ja dann. Auch nicht schon wieder im Kornfeld. Oh! Ist ja voll unauffällig hier durch. Weißt du was? Ich gehe jetzt einfach mal hier hin. Kaputte Scheibe. Macht er wohl was? Ich muss mir den mal irgendwie angucken. Ich gehe durchs Kornfeld. Der hat eine riesen Machete in der Hand. Ich bin nicht scharf darauf, die kennenzulernen. Wieder zurück. Ich gehe den gleichen Weg wieder zurück. Ach, hier bin ich jetzt. Lade mal schnell nach. Das Schlimmste, was gleich passieren kann.
dass wir gleich laufen und können nichts mehr sehen. Mach mal die Arme weg, ich sehe nichts. Speichert. Speichert ist schon mal gut. Genau an dem Typen vorbeigelaufen hier. Die wissen doch nicht, wo ich bin, oder? Können die gar nicht. Die sind direkt hier. Ah, da ist er gerade. Da läuft er. Scheiße, ey. Ist das nur einer? Ich weiß nicht. Ich muss auf jeden Fall hier in diese Tür hier rein. Würde ich mal behaupten. Ich lasse die einfach auf jetzt. Ich wollte weiter und nicht irgendwo Batterien suchen. Ah, ich gehe mal da hoch. Nein. Nein, wie scheiße. Jetzt muss ich hier wieder Klamotten suchen. Die Musik macht es auch nicht einfacher. Doch, ah. War ich schon richtig in dem Raum? Was passiert denn jetzt? That should do the trick. Was habe ich jetzt gemacht? Scheiße. Der hat eine dunkle Taschenlampe, guck mal. Der hat auf jeden Fall eine helle Taschenlampe. Ich verstecke mich jetzt absichtlich nicht in dem Ding, damit ich ja schneller wieder rauskomme. Ich weiß jetzt echt nicht, wo ich hin muss. Das ist mein Problem. Wie kann der die Tür einfach aufgemacht haben? Ich habe die doch... Der eine hat die aufgemacht. Ich dachte schon, der hat die von. Hat eine magische Hand oder sowas. Okay, die sind beide da draußen jetzt. Was habe ich denn jetzt aber gemacht? Das Ding habe ich hier angehalten. Warum sollte ich das tun? Was ist denn unser Ziel? Finde einen Weg zur Mine, okay?
Ich weiß gar nicht, wo ich bin, ey. Ich stolper hier rum. Theoretisch bin ich auch hier jetzt fertig. Hier habe ich jetzt alles erfüllt. Würde ich jetzt mal behaupten. Oder? Was meint ihr? So, jetzt bin ich wieder hier. Bei dem Typen hier. Das Tor ist zu. Was haben wir hier noch gefunden? 9. März, ein ruhiger Himmel. 6 weitere meiner Kinder, wenn auch nicht meines Blutes, trafen heute auf die Klinge. Ich weinte, als schlachteten sie die Furcht meiner eigenen Lenden. Ich schnitt tief in Markus Hals, bis das Messer die Wirbelsäule traf. Doch selbst auf dem Scheiterhaufen noch wand er sich vor Schmerzen. Und Papa lächelte und sang davon, uns am Fluss zu versammeln. Und alle Stimmen in Templegate stimmten ein. Nur eine Stimme war auffällig in ihrer Abwesenheit. Gott hätte mittlerweile antworten sollen. Entweder durch Worte oder durch Taten. Gott, bitte antworte uns. Erfülle die Versprechen deines Propheten. Wir brachten der Erde solche Opfer durch Blut und im Himmel durch den Rauch verbrannten Fleisches, dass das Schweigen selbst eine Nachricht ist. Liebt jemand Gott, wie ich es tue? So oft, wie ich es tue? Wie komme ich jetzt zur Mine? Ist jetzt echt mal so die große Frage hier. Ja, ja, komm mal die Klappe da drin, du blöder Busch. Halte mich an dich. Sind hier Verrückte im Kornfeld unterwegs oder was? Außer den beiden Messertypen? Sind wir wieder hier, okay. Das muss ja nicht zwangsläufig schlecht sein. Wir haben jetzt hier irgendwas gemacht. Nein. Jetzt hat er eine Taschenlampe. Jetzt hat er eine Taschenlampe. Hui, das ist aber schnell. Schneller als ich. Vor allem kann der länger laufen. Okay, wir warten jetzt hier erstmal, bis sie... Oder auch nicht. Jetzt haben wir Wo ist denn die Mine? Wo ist denn die blöde Mine? Ich verstehe es nicht. Nee, lass mich in Ruhe. Nein! Was? Durch die Tür! Wie viele sind das? Jetzt sind es schon 4. Okay, wir haben das, glaube ich, jetzt das Kurbelrad haben wir jetzt genommen, oder? Ja, das läuft noch. Oh Gott, ihr Lieben. Wir machen hier weiter in der nächsten Folge. Bis dahin.